Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Moinsen und hallo Leute, willkommen bei Sex, Games and Rock and Roll. Ich bin heute unterwegs, endlich verdammt nochmal in einem Zeus. Und zwar der Zeus 6S, das ist der Resistance Zeus, wenn man so schön möchte. Und ich sehe gerade das Leuchten hier, das kommt auf der etwas dunkleren Map immerhin schon mal ganz cool rüber bei den Dingern. Vielleicht geben sie sich ja doch noch mal etwas mehr Mühe bei den Cockpit-Designs. Na, auf jeden Fall habe ich da Dingen ausgestattet. Mit zwei Medium-Lasern, zwei Large-Pulse-Lasern und zwei AC-5ern. Also, es lasert, es wubbert und es klatscht ordentlich Dacker um die Ohren. So theoretisch ordentlich. Also es ist jetzt natürlich nicht übermäßig viel von allem, aber von allem gut war's. Und das Ding dürfte schon den einen oder anderen Gegner in die Verzweiflung treiben. Ich bin mal höchst gespannt. Ich hatte schon ein paar coole Matches in der Kiste. Und es kann eigentlich nur besser werden. Bleibt nur abzuwarten, wo sich der Gegner gleich aufstellt, wo wir ihn finden werden und wie sich mein Team so verhält, ist ja natürlich immer so ein wichtiger Faktor. Aber wenn ich da gut mithalten kann, ich sehe gerade, ich bin unfassbar langsam mit diesem Bild. Meine anderen Setups bei den anderen Zeus, die sind schon etwas schneller, aber gut, dafür ist er schon ganz gut bewaffnet, würde ich mal sagen. Kann ich mich mit anfreunden. Und jo, länger nichts mehr gehört, so in Anführungsstrichen länger. Ich habe ja seit dem 24-Stunden-Stream mich etwas rar gemacht. Ich muss zugeben, ich hatte irgendwie zum einen nicht ganz so viel Zeit, weil ich jetzt tatsächlich dann mal wieder eine ganze Woche voll durchgearbeitet habe, sprich 7 Tage am Stück. Hi! So, einfach mal Ruf da, der hat wahrscheinlich nichts L bei der Bewaffnung. Jupp. Cataphract mit XL ist aber auch halt einfach echt, ja, mutig, dämlich, ich weiß noch nicht so recht. Ich meine, klar, dämlich war es auch, dass ich mit zu wenig Torso Twist gearbeitet habe. Hätte ich noch etwas mehr machen können, dann würde mein CT jetzt wahrscheinlich besser aussehen. Oh, mal schnell hier um die Ecke, damit ich nicht zu viel von hinten bearbeitet werde. Auf jeden Fall, ich war vorher erstmal eine Zeit relativ krank, so für einen Monat oder sowas. Habe ein paar Tage gearbeitet, dann hatte ich Urlaub, also das Malok nicht mehr ganz gewohnt. Und dann hatte ich direkt meine lange Arbeitswoche, sprich 7 Tage am Stück. Das hat dann auch schon ziemlich reingehauen. Nach dem 24-Stunden-Stream-Wochenende und, ja, zum anderen hatte ich dann irgendwie so viel nachher zockertechnisch an Start gelegt an dem 24-Stunden-Stream, dass ich nicht mehr so viel Elan hatte, muss ich zugeben. Durchgehend hier irgendwie verfügbar zu sein. Aber das Ganze wird jetzt natürlich wieder besser. Na, komm, klatsch. Aber er kann so schön hochgucken, ich nicht. Na, komm, die kleine Ratte, die kriegt ihr doch wohl noch nieder, oder? Hässlicher Jedi. Und runtergefallen. Na gut, dann bin ich halt ein bisschen noch wieder mehr mit an der Front. Kann jetzt so schlimm auch nicht sein. Und paff. Oh. Der hat auch noch mal eben Schlenker gemacht, der Kollege. Nicht das Beste, was er machen konnte. So, der Grasshopper ist ja wohl alleine. Und kommt er nach vorne? Er bewegt sich rückwärts oder sowas. Catapult. Na. Ja, ich habe irgendwie auf jeden Fall, weil ich auch so im Arsch war und so dann von den ganzen Maloche, mein PC nicht mehr unbedingt angeschaut. Hi. Na. Komm, Kleiner, das ist deine Chance. Ey, einfach weiterhin draufhalten auf den CD-Mann. Oh, na gut. Ich nehme den Kill natürlich gerne an. Aber du hättest von hinten ruhig weitermachen können. Ich habe von vorne eine perfekte Ablenkung geboten. Hier mit meinem dicken Assault Mac. So, hoffen wir mal, dass das Team jetzt mit rüberpushen. Locust mit einem ER Large Laser. Auch mal interessant. Kann man machen. Muss man nicht, aber kann man. Ah, von der Base jetzt, oder was? War nicht das beste Aiming, aber ich glaube, mein Team regelt den Rest. So, jetzt bin ich auf jeden Fall wieder voll ins Verfügbar, drehe wieder voll auf. Den üblichen, standardmäßigen Sonntagsstream habe ich ja wieder schön brav durchgezogen. Ich habe letzte Woche zwischendurch einmal Battlefield Hardline mit angeschmissen. Das Ganze natürlich auch schön brav gestreamt. Oh, schade! Ja, das wäre so schön gewesen, hätte ich die noch abstauben können. Ich bin da gerne ein kleiner Abstauber. Aber gut, man kann halt nicht alles haben. Mmh, Heat Level Critical. Aber haben wir gerade eh nichts zum draufschießen, ansonsten hätte ich nur die ACs benutzt. Ja, dieser Mac, er ist so ein bisschen mit Frontgerät, Tier, Schwein, Rampensau. Mit den Autocannons, also mit den AC-5ern, so ein bisschen was für alle Reichweiten, kann man fast sagen. Hm. Okay. Was ist da hinten denn ganz?
Ich meine, den Panther, den kriegt ihr wohl down. Der Jenner kämpft gegen Hunchback. Okay, CT offen beim Jenner. Soll Hunchback wohl hinkriegen. Mit der Bewaffnung ist man mit den Lasern bei mittlerer Reichweite so ein bisschen dabei. Bei maximaler Reichweite, also beim Nahkampf für die Laser natürlich volles Need. Schade. Wenn du jetzt nochmal die Güte hättest, nochmal zu gucken, dann würde ich dich, glaube ich, wahrscheinlich zerlegen. Den Jenner hat es inzwischen zerlegt. Oh, der Panda, der verliert gleich wahrscheinlich sein... Der Panther verliert gleich wahrscheinlich sein Bein. Jupp. Na, kann ich mich hier... Oh, schade. Wäre geil gewesen, wenn jetzt hier noch so eben der Blick auf den Panther möglich gewesen wäre. Nochmal eben drauf. Ein Check und zwei Large Blades, das ist auch nicht schlecht. Na, das erklärt allerdings auch die verringerte Geschwindigkeit. Well played, dear team. Ah, das ging immer schön schnell. Ah, ihr könnt mir mal unter die Videos hauen, weil ich jetzt ja quasi so lange weg war. Das letzte Mal Video, abgesehen von meinen DKMS-Videos. Ja, vor quasi anderthalb Wochen hochgeladen, glaube ich. Ein bisschen Stats abchecken. Also dafür, dass ich nicht immer unbedingt direkt vorne mit einer Front sein konnte. 2 Kills, 6 Assists, 2 Commanded Destruction, 540 Damage. Kann man nichts gegen sagen. Das Ding, das rentiert sich halt auf jeden Fall. So, auf jeden Fall, weil ich jetzt ja so lange nichts gebracht habe, ihr könnt mir gerne eure Wünsche raushauen. Ich werde gucken, dass ich vielleicht noch den Panther bringe und vielleicht noch ein Zeus Video sowie noch ein Grasshopper Video beim Grasshopper habe ich auch noch einen Bild im Kopf, den ich bringen möchte. Es gab Wünsche bezüglich der King Crab, die werde ich auch noch bringen natürlich. Und ansonsten könnt ihr mir einfach mal in die Comments hauen, was ihr so gerne sehen würdet. Nebenbei arbeite ich noch an ein paar anderen kleinen coolen Sachen. Also ich habe jetzt meine Guides wieder am Start, schon ein bisschen was aufgenommen, noch ein bisschen schnibbeln, noch ein bisschen mehr aufnehmen und dann läuft das wieder weiter. Jetzt so mit der Osterzeit werde ich vielleicht nicht unbedingt durchgehend wieder am Start sein, wie ich es jetzt gerade so gesagt habe, weil es halt Ostern Family kommt und hast du nicht gesehen. Aber ich werde schon zusehen, dass ich euch wieder fleißig mit dem gehörigen Content produziere. Naja, hier ist auf jeden Fall das schmucke Teil der Resistance Zeus mit seinen 55,7 km/h. Endostil hat er, Double Heating, CCV ist 1,28 und der Alpha Strike liegt bei 42, kann man nichts gegen sagen, alle Schäfte. Und so ist das Ding ausgestattet mit einer Standard-Engine bei den breiten Schultern. Ich weiß nicht unbedingt, ob ich auf eine XL gehen würde. Viele sagen, das geht, aber es gibt auch viele Leute, die sagen, man könnte beim Cataphract auf eine XL gehen. Ihr habt gesehen, dass das nicht die beste Wahl ist. Und, naja, ne? Also bei der Bewaffnung, die AC ist natürlich dahin, wo es geht. Mir ist noch eingefallen, jetzt hier, man sollte in Center Torso einen Large Pulse Laser reinsetzen. Dann den anderen Large Pulse Laser mit den zwei Medium Laser in den Seitentorso, weil sollte man beide Seitentorsi verlieren, hat man immer noch den einen Large Pulse Laser im Center Torso, um richtig loszuprobieren. Ihr versteht vermutlich, was ich meine. Munition in Korb und Beine, gute Aufteilung einfach. Und den Rest vollgestopft mit Double Zings. Man könnte auch, wenn man wollte, auf die eine halbe Tonne AC5 Ammo verzichten. Und entweder die Panzerung an den Beinen etwas hochdrehen oder aber beim Schildarm, der rechte Arm ist ja der Raketenwerferarm, die Keule, der ist ja ohne Waffe, ein bisschen runterdrehen. Und bei den Beinen vielleicht auch noch einen kleinen Mech. Dafür könnte man noch ein Double-Hitzing mehr einbauen oder noch eine komplette Tonne Munition für die AC5er. Wobei über 100 Schuss, 105 waren es, glaube ich, an der Zahl für die AC5er für zwei Stück. Das geht auf jeden Fall locker klar. Leute, besten Dank fürs Zugucken. Schön wieder da zu sein. Sag ich mal so ganz frei, auch wenn ich nicht so lange weg war. Und ja, haut mir eure Wünsche in die Comments. Bis die Tage, haut weg.